Im Internet sind ja schon zahlreiche virtuelle Figuren geboren. Die sehen natürlich allesamt ganz knackig und kinky aus, wie zum Beispiel Lara Croft. Die kennen Sie alle. Oder Lula aus dem neuesten erotischen Computerspiel Wet Attack. Und jetzt schlägt das Imperium zurück und fordert von uns eine menschliche Figur, die der virtuellen Lula aufs Haar gleicht. Gesucht wird also eine Doppelgängerin aus Fleisch und Blut. Und das Ganze hat vergangene Woche als eine Riesenaktion in München stattgefunden. Der Lula Lookalike Contest. Und ich war mit dabei. Jetzt sind wir hier beim Wet Attack. Das ist Lula. Diese Frau wird gesucht und zwar lebendig. Ich stelle Ihnen jetzt einige der Lula-Girls vor. Ihr seid? Michaela. Daniela. Mandy. Ariane. Tatjana. Hast du dich extra danach gestylt nach ihr? Nein, also bis auf die Schminke an den Augen laufe ich eigentlich auch privat so rum. Naja, ganz nett. Was gefällt dir am besten an Lula? Die Augen, der Mund und ihr Style. Ein bisschen zu viel vorne drum. Ist Lula für dich eine Powerfrau? Ja, auf alle Fälle. Sie ist ein bisschen blond, glaube ich. Jedes Mädel hat seine Besonderheiten. Dass wir hier einen Haufen blonden Dummchen präsentiert kriegen, ist klar, oder? Entweder man hat es oder man hat es nicht. Naja. Ja, Claudia, was machen denn die Leute in dem Spiel? Sie betreiben im Weltraum erotischen Handel, sie bauen Freudenhäuser auf Raumschiffen auf, sie verteidigen sich gegen Raumpiraten und vieles mehr. Naja. Ganz zum Schluss gibt es dann was ganz Besonderes für den User. Er kann mit Lula Sex haben. Das ist ja neu, ja? Das ist im Grunde genommen die große Überraschung. Wenn man alle Rätsel löst und dann in das Raumschiff von Lula befreit, hat man Sex mit Lula. Und wie geht das vor sich? Ja, ich glaube, das ist so eine Überraschung, die ich nicht ganz verraten möchte. Aber es gibt einen speziellen Lustmodus, wo man mit verschiedenen Spielzeugen Lula zum Höhepunkt bringen kann. Naja. Man hat es oder man hat es nicht. Die Mädels sind so heiß begehrt. Tatjana hat sogar ihren Bodyguard mitgebracht. Wie heißt du? Thomas. Wollten Sie Tatjana schon mal klauen? Nee, noch nicht. Aber ansonsten, wenn Sie sie klauen würden, ich glaube, also gegen dieses Stück Fleisch kommt man nicht so schnell an. So, es geht los. Ich drücke euch die Daumen. Liebst du blond? Ich liebe blond. Liebst du Titten? Dazu sage ich nichts. No comment. Come on, come on. In der Jury Peter O., der Chef von Penthouse. Naja, wir haben ja selber auch einen Wettbewerb laufen gerade, Penthouse Mädchen des Jahres, und der läuft parallel dazu, und schauen wir mal, wer das schönere Mädchen des Jahres wird. Du hättest ja auch mitmachen können. Also wie du aussiehst, perfekt gestylt. Also es wäre auch eine Lula gewesen. Also ich bedanke mich recht herzlich für das Kompliment, aber ich glaube, die 5 sind besser geeignet. Was meinst du, was eine Frau erotisch macht? Eine Frau macht erotisch ihr Blick, ihre Ausstrahlung und vor allem das nette Lächeln. Tatjana, du hast gewonnen. Wie fühlst du dich? Bist ganz schön erschöpft, oder? Ja, ich bin aufgeregt. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich will einfach nur noch runter und irgendwas Kaltes trinken. Naja. Aber du hast totale Freude in dir. Und ja, Freude und gemischte Gefühle sind es. Ich weiß nicht. Ich hätte es nicht gedacht. Ein bisschen zu viel vorne drum. Ja,
jeder soll sein Typ sein und auf jeden Topf passt ein Deckel, ja? Der eine Mann steht auf sehr weibliche Formen, der andere auf weniger Busen, weniger Po. Das ist einfach eine Geschmackssache. Was findest du an ihr besonders schön? Die Augen, die großen und... Die Augen! Das soll man glauben! So, das war's jetzt vom Lula Lookalike Contest hier in München. 5 Girls haben sich beworben und die haben alle eine super geile Show abgelegt. Eines ist natürlich nur geworden. Ich hoffe, sie hatten sehr viel Spaß.